Willkommen zur nächsten Folge von COH2 Debriefing. Ich habe mir einfach mal wieder ein Automatch geschnappt, was erst in der Liste war, sogar Jove. Das sah so mal, sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt habe ich mal wieder. Ah, jetzt, okay. Einen kleinen Bug, den habe ich ab und zu mal am Anfang. Genau, ein Automatch von Jove gegen Fatbrick. Jove auf Seiten der Russen, der Sowjets. Wovon haben wir mal aus? Und Fatbrick spielt mit dem OKW. Ah, mal gucken, ob es wirklich so ein schönes Spiel ist, wie es aussieht. Von den Beteiligten schon mal nicht schlecht. Die Karte ist Simorski im Winter. Eine Karte, die ich persönlich nicht so mag. Also ich mag Simorski sehr, sehr gerne. Ich mochte schon CO1 gerne, aber ich, ja, also es nimmt der Karte sehr, sehr viel, wenn man halt hier überall drüber laufen kann. Also das mit dem Eis, das finde ich, naja. Okay, schauen wir mal, wie geht's denn hier bei Fredbeck los? Startet ein bisschen anders, als ich es tun würde. Startet mit zwei Pionieren, aber er wird wahrscheinlich wissen, was ich tue, was er tut. Ich weiß es eher nicht. Bei Jove eher standardmäßig für die Sowjets. Kommt mit zwei Conscripts. Was kostet eigentlich so ein Conscript? Ich spiele echt zu wenig Sowjets. 240, okay. Hat hier irgendeine günstige Erinnerung. Okay, aber gut. Wird bestimmt auch gleich der dritte hinterherkommen. Oder auch nicht. Ja, Techbeutel hat er zumindest mal keins gebaut. Darum wundert es mich, dass er jetzt nicht nachzieht mit einem weiteren. Aber vielleicht einfach überfordert. Erstes Spiel heute, noch ein bisschen warm werden, was auch immer. So, setzt sich aber hier schon mal in der Mitte fest. Die Pius umlaufen ihn hier so ein bisschen. Ja, bringt nämlich auch der Sandsack hier gleich nichts mehr. Schöne Aktion hier. Der zweite Pio kommt von unten rein. Ja, das ist widerlich. Wenn so ein Pio im Gebäude sitzt, das ist total ekelhaft. So, erstes Gefecht. Ich muss eigentlich raus. Sitze hier so ein bisschen zurück, geht immer weiter zurück. Der Pio ist hier auch verloren im Posten. Rettet sich jetzt ins Gebäude. Ja, baut einen zweiten Pionier nach, okay. Ja, der Pionier hält sich hier gar nicht mal so schlecht gegen den Kollegen. Wird jetzt allerdings hier gecuttet, wobei es halt momentan nur nichts zu cutten gibt. Ist also alles halb so wild. Da versucht er ins Gebäude rein zu sprinten, ne? Und Sieger. Geil. Das Wettrennen ums Haus. Ja, gewonnen. Und jetzt muss eigentlich Fredbeck schon wieder zurück, ne? Hier oben holt er sich seine Punkte. Der Pio kommt und wird ein Gebäude. Wird sich da aus, wieder zum Tecken gehen. Ja, hier, das ist ein Engagement. Da kann er eine Weile drin bleiben. Das ist die richtige Distanz. Ja, hier nimmt er doch recht viel Schaden. Ja, steht hier schön in grüner Deckung. Ja, das sind die Pios. Das sind ja echt übel, die Sturm-Pios. Jetzt muss er hier aber auch mal langsam raus, aber ja. Er schindet hier einfach ein bisschen Zeit überall. Oh, der Pio für den genau, das ist der Punkt mit dieser Karte. Er kann jetzt halt hier einfach über die Eisfläche laufen. So, Tech ist da, geht auf den M3, also das kleine Fahrzeug. Ja, aber der holt sich jetzt hier zwar noch Wett ab, aber der muss jetzt auch jeden Moment raus. Volksgrenadiere empfangen hier schon, wenn er rauskommt, dann läuft er. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Hier über rote Deckung. Ne, okay, ist er draußen. Gut. Zumindest konnte Jove sich auf der anderen Seite so ein bisschen ausbreiten, den Fuel-Punkt holen und geht weiter auf Capping-Tour. Und wird jetzt mit dem Fahrzeug auch wohl wieder ein bisschen rauskommen. Wir sind der zweite Pionier. Hat er irgendwo einen Flamer ausgegeben? Nee. Oh, aber, ah. Okay, zweite Einheit gegen Gardeschützen. Ne, wie heißen die? Die Gardeschützen, sage ich, vom Symbol her sieht es ähnlich aus. Ah, Strafbataillon? Penal Battalion, habe ich mir auch noch nicht gehört. So, hier gräbt er sich jetzt ein bisschen ein. Ja, die Pios werden hier versuchen, ihm den Punkt wegzukappen. Was jetzt da rein? Pios und Flammenwerfer. Genau, darauf habe ich gewartet. Ich hätte erwartet, dass er schon früher den Flammenwerfer ausgibt. Und da drückt er ihn zurück. Optimal. Hier die Pios, auch optimale Kampfentfernung für die Conscripts. Ja, und jetzt drückt er ihn halt erstmal hier mit dem Flammenwerfer zurück. Kommt hier auch wieder zurück, sieht man schön. Holt sich hier unten. Ja, macht gut Schaden. Ja, okay, kommt er gut raus, aber
Setzt nach mit dem Scout-Car. Passt soweit. So, was haben wir denn jetzt hier auf dem Feld? Na, eigentlich müsste jetzt mal irgendwas Richtung Panzerabwehr kommen. Sei es ein Combat Pack, wobei das noch eine Weile dauert. Oder eben... er hat einen Haufen Manpower. Er könnte sich auch ein Püppchen leisten. Einfach um den hier ein bisschen im Zaun zu halten. Der wird sich jetzt das Fahrzeug holen. Er modelt durch. Hier wird gekappt. Hier gibt es wieder ein kleines Engagement. Strafbataillon muss ein bisschen zurück. Sollte sich jetzt... Oh! Hat es noch gereicht? Ja, hat gerade noch so gereicht. Okay. Ja, Deckung. Deckung gilt für beide. Hat sich mal den Sandsack abnehmen lassen. Wunderbar. Ja, Strafbataillon hier auch schön auf lange Distanz gegangen und kann natürlich hier gut wirken. Geht jetzt aber auch hier auf den Fuel, also so langsam drückt er über die Karte, Jove. Ja, den Kampf kann er eine Weile führen im Gebäude. Jetzt kommt das Fahrzeug wieder mit rein, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Vom Tech her hat sich hier noch nichts getan, hier unten hat sich glaube ich auch noch nichts getan. Kommt jetzt das Tech-Gebäude erst, also das Fahrzeug. Kleiner Leck. Das ist halt unglaublich. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Drücken hier ebenfalls wieder zurück. Oh, der ist extrem gefährdet. Ja, wenn er da jetzt rückwärts mitfährt. Schafft das? Ja, das ist ein Fuck, der dürfte weg sein. Hier, ja, ihm fehlt einfach die Panzerabwehr an der Stelle. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt sieht man, wie sich Job langsam wieder zurückdrückt. Also das, was er am Anfang verloren hat, ging halt daraufhin zurück, dass er in Tech reingegangen ist. So, jetzt kappt er hier mit zwei Einheiten, kann er sich auch checken, zumindest mal das Fahrzeug umdrehen. Ja, jetzt verteilt er sich halt langsam hier über die Karte. Hier wird er wieder vertrieben werden, oder? Ja, könnte er halten. Wo ist denn der Pio gerade hin? Ah, der sitzt drin. Hä? Gar nicht angezeigt. Naja. Okay. Also hier würde er sich eine Weile halten können. Jetzt geht er nach vorne. Dann wird er raus müssen. Ja, da muss ich Jove zurückziehen. Ansonsten drückt er jetzt hier halt über die komplette Karte. Überall ist er präsent. Überall bewegt sich irgendwas. Taggt jetzt auch hier weiter auf die Supportwaffenkompanie. Nein, doch nicht. Geht direkt auf T3. Ja, hier holt er sich langsam mal den Fuel wieder, aber das Fahrzeug, wo ist. Wow, Mörser. Oder was war das? Mine? Irgendwas. Irgendwas hier eben tierisch explodiert, was ich nicht gesehen habe. So. Fahrzeug wird repariert, auf der anderen Seite. Okay, er hat direkt das T3 hochgezogen, gar nicht, T2 hochgezogen, gar nicht erst aufs T1 gegangen, sondern direkt höher und baut einen Lux, was eine ganz gute Alternative ist, einfach weil er mit dem Fahrzeug gut zurechtkommt. Die komplette Infanterie ist plötzlich gefährdet. Das macht durchaus Sinn, das könnte einschlagen. Kleinen Moment bitte. So, okay, weiter geht's. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber hier war ein bisschen Unruhe im Büro. So, hier, da kann er sich noch ein bisschen halten. Kommt jetzt auch ein T70. Ist das ein T70? Sorry, bei den Sowjets bin ich noch ganz schlecht. Ja, T70. Ist jetzt nicht unbedingt der optimale Konter gegen den hier. Er macht hier schon gute Arbeit, der Lux. Will sich auf das Fahrzeug holen, muss jetzt mit der Infanterie raus und noch hoffen, dass er die Infanterie nicht abgefangen bekommt. Weil der Lux auch so ein bisschen rumgebackt hat hier und extrem schlecht schießt. Wird er nicht packen, kann er eigentlich wieder zurück. Passt nicht. Ja, jetzt setzt trotzdem noch nach, aber ich glaube, da ist nichts zu holen. So, hier in der Mitte hat sich jetzt Jove auch wieder so ein bisschen freigefahren, ohne das Fahrzeug. Fredbeck auch ein bisschen freigefahren, ohne das Scout-Fahrzeug wird es auch jetzt deutlich leichter. Aber auch der T-70 ist da. Jetzt sehen wir mal, was die zwei leichten Panzer gegeneinander machen. So, falsche Mega, wo kamen die raus? Kamen die falsche Mega raus? Da kam die falsche Mega raus. Okay. Da geht der Kampf los zwischen den zwei leichten. So, schöner Treffer in den Heckpanzerung.
Ja, aber hier ist die Panzerschreck, das passt. Von dem her kann sich der T-70 eigentlich auch nicht viel weiter reintrauen, ohne direkt eine abzubekommen. In der Situation ist er jetzt definitiv unterlegen. Der ging daneben. Ah, ganz schön viel los auf der Karte. Da sieht man wieder bessere Spieler gegen schlechtere Spieler. Also hier bewegt sich halt überall was. Joe fehlt momentan der Fuel. Also er hat nur 16 Fuel Income und nur noch 12 Fuel übrig. Er hat jetzt quasi alles in diesen letzten Tech hier, also in den T-70 rein investiert. Ah, das ist auch halt was, ne? Auch nicht Winterkarte wäre da drauf gegangen. Er hätte sich hier zurückziehen müssen, hier rüber. So kommt er da hinten rum. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Also die Karte mag ich nicht so. Dann mag ich wirklich die Sommerkarte lieber. So, da gibt es eine Mine. Munition hat er auch nicht mehr so viel. Also von den Ressourcen her sieht es für Jove gerade gar nicht mal so gut aus. Das Income ist schlecht. Ja genau, bei beiden ist das Income schlecht. Ungefähr die Hälfte jeweils von dem, was Fredrick hat. Nicht mehr schlecht. Passt. Kommt auch die nächste Tech-Stufe. Strafnicki mit Flammenwerfer, natürlich echt eine potente Einheit, um dann auch mal so ein Haushebel zu machen. Na, ja, geht immer schon rein raus, dass sich der hier nicht ins Gebäude setzt. Wenn der im Gebäude sitzt, kriegt er ein echtes Problem. Trifft einfach nicht. Das ist jetzt der zweite Panzerschreckschuss, der weit, weit daneben geht. Also da hat er fehlt ihm so ein bisschen das Glück. Ja, wer kann die Position halten? Was ja er hier auch sehr, sehr gut gemacht hat, war das vorher auf den Strafbataillon-Truppen mit dem Flammenwerfer zu legen und immer wieder hier rein, raus, Maikon. War eine sehr, sehr gute Aktion. Hat ihn davor geschützt, dass er das Haus verliert, weil wenn der Strafbataillon hier drin gesessen hätte, wäre es ein Problem geworden. So, jetzt haben wir auch das erste Maxim. Ich bin schon mal sehr glücklich, dass hier Jove nicht diesen typischen Maxim, okay, er hat zwei Maxims, aber eben nicht diese typische Maxim-Eröffnung gespielt hat mit irgendwie 15 Millionen gefühlten Maxims, sondern sie jetzt nachzieht. Bin ich sehr dankbar für. Hier nochmal schnell was gekappt und dann erst zurück, passt. Die linke Seite gehört ihm jetzt relativ sicher, allerdings hat Fredbeck sich ganz schön weit ausgebreitet mittlerweile. War ein optimaler Konter hier, der kleine Lux gegen das, sagt mir wie der Name, Scout Car, also das war eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, das sieht auch ganz gut aus, momentan ist es ein bisschen ruhiger, wieder ein bisschen Wunden lecken, hier kam eine Pack, bewegt sich langsam nach vorne. Was jetzt gerade hier fehlt, ist das nächste Tech, ne, hat jetzt hier den Backtech gemacht auf dem T2. Was ist denn das? Kenne ich nicht. Genau, hat hier den Backtech gemacht. Ja, so ein bisschen Heilung hat bestimmt nicht geschadet. Der nächste Angriff. Diesmal wieder rausgedrückt. Ja, der Lux stand auch ein bisschen schlecht hinter dem Gebäude in dem Fall, weil er konnte den Flammenwerfer nicht davon abhalten, nach vorne zu drücken. Ja, macht jetzt aber hier ganz gute Arbeit. Die Fallschirmjäger bräuchten dringend Heal. Jetzt merkt man auch die Maxims, die sich bemerkbar machen. Die Infanterie kann sich nicht mehr so bewegen, wie sie es gerne würde. Erlaubt es den Strafnikis nach vorne zu drücken und auch eigentlich den Jungs hier weiter nach vorne zu drücken. Pack steht im Hintergrund. Akute Bedrohung für den Lux, der muss also auch zurück. Ja, man sieht mal, wie wenig Schaden die Sachen an Gebäuden machen. Joe hier wunderbar vordrücken, ne? Das wird sich nicht ins Gebäude, ich würde sagen, nicht ins Gebäude setzen. Genau, schiebt nach vorne. Da hat er jetzt, die Position hat er sich jetzt erstmal sichern können. Warum er jetzt hier ins Gebäude geht, weiß ich nicht. Hier ist eigentlich nichts. Könnte auch hier cappen gehen. Fuel wäre jetzt nicht unbedingt das Schlechteste für ihn, auch wenn es in Kammer momentan ganz gut aussieht. Ja, da hat er sich die Mitte eindrucksvoll wiedergeholt. Mal ganz kurz anhalten. Also er hat jetzt auch eine sehr, sehr gute Einheitenkomposition auf dem Feld, muss man schon sagen. Ne? Die Pack, die schützt vor dem Lux, genauso wie der T-70, der den Lux abfangen kann. Und ansonsten hat er mit den Flammenwerfern halt eine Möglichkeit, feindliche Infanterie, also gerade die Jungs hier, die alle mit einer Panzerschreck unterwegs sind, davon abzuhalten, sie in Gebäude zu setzen.
Sorry, Sprachfehler. Zeitgleich hat er hier die Maxims, die eben das Vorrücken von den Einheiten dann auf freiem Feld behindern. Also eine sehr, sehr gute Einheitenkombination momentan. Gefällt mir gut. Könnte sich jetzt hier noch die Siegmarke holen. Was wäre die? Nee. Die könnte sich jetzt noch holen. Ja, denkbar schlechte Position, wo es Maxim hier erwischt wird. Eigentlich ohne Deckung. Kommt mir zu gut, dass ich die Dinger sehr, sehr schnell zurückziehen. Ob die T70 jetzt mal einen Treffer abgeben kann? Nee, wieder nicht. Hopp, schießt. Nee, geht zurück. Ja, versucht jetzt hier so ein bisschen wieder nach vorne zu kommen, aber es natürlich ist wirklich verdammt schwer. Ne? Also die Einheiten passen einfach, die hier sind. Vom Tech her gibt es einen neuen Tech. Nee, Tech doch gar nicht weiter hoch. Bringt jetzt einen Mörser. Eigentlich nicht schlecht, um die Position zu festigen, aber weiter vor kommt er damit dann halt auch nicht unbedingt. Es ist halt unglaublich, wie lange so eine Einheit dann aushalten kann, wenn sie unter Cover steht. Ja, schön dann rausgesniped. Wobei jetzt hier auf der Seite passt die Einheitenkomposition nicht. Hier fehlt was. Ah, hier steht noch eine Pack. Okay, aber der Lux fährt weit außen rum. Ja, hier könnte jetzt die Infanterie wirklich Druck auf den T-70 ausüben. Die Richtung von der Sandsackbarriere finde ich ein bisschen komisch, obwohl der Feind kommt, aber von hier passt. Stafniki, MG. Ne, wollen nicht schießen. Wo ist die Pack? Muss ich jetzt hier alles zurückziehen? Naja, jetzt pinnt das MG erst. Jetzt zweites MG auf der Seite. Ja, also MG auf der Seite. Der macht nicht schlecht gerade, Fred Baker. Hält seine Einheiten sehr, sehr schön zusammen. Hat überall was gegen alles Mögliche, das passt. Allerdings fehlt dann irgendwann mal der Tech. Der Mörser kommt jetzt mal nach vorne. Ja, könnte sich beispielsweise mal hier aufstellen oder hier aufstellen. Kann dann hier wieder reinwirken. Ne? Jetzt darf er sich halt nicht auf diese. Schön, dass er die Einheit zusammenhält, aber er darf es halt nicht auf zu kleinem Raum aufhalten. So, auf der Map sieht man mittlerweile echt gar nichts mehr. Wenn ein paar Einheiten unterwegs sind, ist alles vorbei. So. Na, was macht er hier? Mine liegen? Ne, macht gar nichts. End? Oder hat. Ah, ne, da hat. Da liegt eine Mine, hat eine Mine gelegt. Sehr gut. Gibt also auch die Munition sehr, sehr gut aus. Mittlerweile flattert er auch ein bisschen. Bisschen Fuel. Vielleicht spielt er wieder auf dem KV2, wobei es noch einige CPs sind bis dahin. Das ist die alte Soviet Windows 2 Taktik, die mittlerweile deutlich verbessert ist, meines Erachtens. Ah, Flamethrower könnte er noch bringen, nächstes CP. Dafür lohnt es sich sparen. Einfach weil die Supply Drops jetzt wirklich Abwürfe sind und nicht nur rübergeschobenes Material. Also das finde ich eigentlich ganz gut. So, MG-Kampf. MGs stellen sich gegenüber, eins kann feuern, eins können sie beide feuern. So, hier oben wird's Captain unterbunden. Sehr gut. Das war doch. Ja, genau, das war eine Jove-Mine. Ah, okay, Minensucher. Wenn er darauf geachtet hätte, hätte er die auch noch gleich wegmachen müssen. Können. Nicht, dass er irgendwann mal aus Versehen durchläuft. So, Stuka? Wo kommt denn die Stuka raus? Sorry, ich bin gerade verwirrt. Ah, da. Ah, die kommen aus dem T3. Okay, passt. T2. So, Lux, mittlerweile mit Tarnfähigkeit, hat sich hier mal eine Mine gesucht. Nutzt die Fähigkeit hier sehr, sehr schön, um rauszukommen. Wird einfach nicht gesehen. Der hat sich auch einen Motorschaden irgendwo gefangen. Wahrscheinlich auch durch eine Mine oder durch eine Mine wahrscheinlich. Ja, kann jetzt nachsetzen. Auto-Repair sollte es jetzt eigentlich auch tun. Die Chance, den Kollegen rauszuholen. Und das. Wo schießt er hin? Ah, schießt er wieder. Oh, schönes Ding. Ein Maxim ist raus. Ein Gebäude zusammengefallen. Schlecht. Ja, dann holt er sich. Den Lux holt er sich. So. Damit steht jetzt Fredrik erstmal ohne Panzer da. Auch die leichten Panzer sind weg.
haben wir den KV8, genau, den Flammenwerfer. Und ja, jetzt kippt so langsam endgültig die Übermacht Richtung Jove, setzt sich langsam immer mehr und immer stärker durch. Ja, die Repair Station hat er gebaut, was durchaus Sinn macht. Fahrzeuge hat er ja. Könnte vielleicht ein bisschen defensiver stehen, wobei, ja, er steht ja jetzt relativ sicher hier. Aber wenn er sich hier halt einmal zurückwerfen lässt, kriegt er ein Problem. Ich hätte es ein bisschen defensiver gestellt. Aber wie gesagt, ich bin der Cutloop, die wissen, was sie tun. Die werden es. Ey, der hat aber auch kein Glück mit den Jungs, ne? Schon wieder daneben geschossen. Er kriegt doch nicht mal leichten Schaden rein. Und den hält er jetzt nicht auf. Ja, gibt er auch auf. Gibt er auch auf, ne? Hat überhaupt nichts. Mit den Jungs hält er den nicht auf. Selbst ein Püppchen tut sich da unglaublich schwer, so ein KV-8 mit Flammenwerfer aufzuhalten. Einfach weil der Flamer haut direkt die Besatzung weg. Püppchen passt da nicht. Pack generell, ne? Pack. Oftmals gibt es auch noch grüne Deckung, das was hinten dran steht, und das ist einfach übel. So, vom Spiel her. Ich finde, was man ganz gut gesehen hat, ist, was Tekken bedeutet. Ne? Also Anfang, Jove hat sich sehr, sehr weit zurückfallen lassen müssen. Oh, hat noch eine Repair Station gebaut. Jove hat sich sehr, sehr weit zurückfallen lassen, einfach aus dem Grund, weil er auf den M3 getaggt hat. Wie heißt denn eigentlich vollständig? Ne, das war nicht der. Das Gebäude. Den M3A1, also dieses leichte Scout-Car, das hat dazu geführt, dass ich weiter zurückdrängen lassen, aber dann hat man auch direkt den Impact von dem Tag gesehen. Also er ist dann relativ schnell, relativ weit vorgekommen, das hat dann gepasst. Und den Vorsprung konnte er sich eigentlich behalten. Ne? Also er hat sich dann die Mitte erkämpft und die konnte er sich eigentlich bis zum Schluss sehr, sehr gut halten. Fredbeck hatte mal den Ansatz, nochmal über die Seiten zu kommen, mit Einheiten zusammenzuführen, aber da war einfach, ja, es hat einfach nicht funktioniert, weil da Jove eine recht gute Einheitenkomposition auf dem Feld hatte. Also es war dann einfach schwer rauszukommen. War insgesamt ein ganz gutes Spiel, vor allen Dingen von Jove hat man extrem viele unterschiedliche Einheiten gesehen, hat mir gefallen. Also nicht nur Maxim-Spam oder ein Haufen davon, das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, von dem hier verabschiede ich mich für dieses Mal. Wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut und bis dann, ciao, ciao.